Willkommen im neuen Video. Ich weiß gar nicht, 9. Teil oder so, 10. Teil, ich weiß nicht mehr genau. Eigentlich haben wir eben schon angefangen, da war es noch ein bisschen anders aus als jetzt. Aber da habe ich nicht Hallo gesagt. Deswegen fange ich damit jetzt an. Hallo. Ja, wir haben ein bisschen weiter zerlegt, als ich ursprünglich wollte. Aber ja, der Unterboden oder der Fußraum insgesamt hat mich nicht ganz so glücklich gemacht. Und zwar... Naja, haben wir hier innen halt ganz gut rausgefunden. Die Ursache haben wir auch entdeckt, warum das alles so nass ist innen. Das war ich eben beim Vorbeiplempern, weil wir eben das Schiebedach oben probiert haben, ob es irgendwo undicht ist. Und zwar, kannst du ja mal gucken hier. Hier sind, hier reinstehen? Ja, ja. Hier sind ja Ablauflöcher. Ja, vorne ist eins. Und das andere ist hinten, das sieht man nicht. Habe ich eben mit Wasser geflutet und geguckt, ob an den Löchern was rauskommt. Hier kommen die vorderen übrigens raus. Ne? Also da musste Wasser rauskommen. Und läuft auch alles gut ab. Ja, dann haben wir gedacht, woran kann es denn liegen, dass alles innen nass war. Weil innen ist da auch richtig, ja, richtig eklig. Noch ein bisschen weiter, da, genau. Achso, mein Pflaster habt ihr eben gesehen. Ich habe mich natürlich beim Ausbau der Mittelkonsole ein bisschen geschnitten. Ja, eigentlich wollten wir erst nur den hinteren Teppich rausnehmen. Also nur den Bereich. Aber dann habe ich vorne reingeguckt und was soll ich sagen, da ist leider auch ein kleines Loch. Müssen wir mal gucken, was wir damit anstellen. Ist nicht groß, Gott sei Dank. Das kann man hier unter dem maroden Teppich sehen. Da ist ein kleines Löchlein, da. Kannst du sehen? Oh Gott, nee. Ja, komm mal einfach mal rum. Ja. Da. Ja. Ja. Mal gucken, was wir damit machen. Nee, aber die eigentliche Ursache wird sein, dass er überhaupt keine Folie in den Türen hatte. Gar nicht. Normal ist hier so eine Folie vor, damit kein Wasser hier rüber kann und in den Innenraum laufen kann, wenn das ein bisschen mehr ist. Da war gar nichts mehr. Also in keiner von den 4 Türen ist Folie drin. Ja, naja, auf Spanisch macht man das vielleicht so. Also Fusche to the limit mal wieder hier. Ja, nun sieht er ganz schön zerrupft aus. Ich kann hier noch mal kurz zeigen, wie es eben aussah. Gucken, was ich da so erzähle. Was machst du da? Ich bereite alles vor fürs Lackieren. Fürs Lackieren? Ja. Hat er schon seinen Lack drauf. Geil, ne? Dusty Royal Dust. Das Ding haben wir nämlich hier neu. Und das kommt nicht wieder rein. Sieht eigentlich fast noch gut aus, oder was? Klar. Kannst du mit lackieren? Ja. Ich sehe gerade mal, dass dieser Ring hier scheinbar reingehört. Jetzt ist der eben rausgefallen. Mal gucken, ob der neue den auch drin hat. Da unter? Nein, egal. Ja, werden Sie Innenausstattung ausbauen? Die Innenausstattung ausbauen, dass alles soweit ist. Er ist ja schon halbwegs zerlegt. Bauen jetzt nicht vorher wieder zusammen. Also mal gucken, wann er denn diese Saison überhaupt auf die Straße kommt. Ja. Naja, könnt ihr uns erstmal zugucken, wie das geht. Habt ihr gesehen, wie es vorher aussah? Ja, mal gucken, wie wir jetzt weitermachen. Ich bin noch nicht so ganz so schlüssig. Ich denke mal, das nächste wird sein, dass der Motor rausgeht. Innen aber noch ein bisschen alles abschleifen. Unten wieder schick machen. We'll be right back.
klein bisschen ausdellen. Man sieht hier von innen halt auch Stellen, wo wahrscheinlich mit einer Wagenheberaufnahme oder so hochgedrückt wurde. Ja, nichts zu ändern. Müssen wir jetzt durch. Genau, wie ich noch gesehen habe, dass man hier gut nach außen gucken kann. So, mal, wenn ich wegmache, sieht man das auch. Sieht man die Löcher? Drei Löcher? Ne, vier. Jetzt sehe ich noch eins. Ja, was hier also genau wie so eine Kabel hier, die einfach bis nach vorne gingen. Für irgendwelche Kack-Lautsprecher oder... Ach, hör mir doch auf, ey. Naja, aber das sind wahrscheinlich also Tuning-Sünden von damals. Wir haben übrigens das mysteriöse Kabel, was hier dran war, konnte ich jetzt aufdecken, wo das hingeht. Wenn man mal so sieht, ist es ja von Plus auf Plus. Mhm. Das ist ein bisschen seltsam, ne? Mhm. Warte mal kurz. Das ist ja die Seite. Und hier ist was, was da nicht hingehört. Und was ist das? Da ist ein Schalter gewesen. Und was macht der? Naja, das ist ja die Kraftstoffversorgung hinten. Ja. Also die Hauptkraftstoffpumpe. Der ist ja hier dran. Mhm. Und dann konnte der Fahrer hier hinten ausmachen und dann ist das getrennt. Und dann läuft die Kraftstoffpumpe nicht. Ist das etwa Tuning? Nee, es wird so eine Art Wegfahrsperre gewesen sein für die. Aber ja, von der Sache ist es aber dumm, weil das Auto ja einen Catchtank unten hat. Und er dann trotzdem, da sind 1,8 Liter drin oder so. Das heißt, wenn du langsam fährst, schaffst du damit noch 18 Kilometer oder 20 Kilometer. Ja, dann bist du ja schon weg. Also hat denen das gar nichts gebracht dann. Naja, gut, aber so viel dazu. Ja, kannst du nochmal hier einmal frontal so reinhalten? Wie das jetzt aussieht. Dank netten Tipps aus der Community, weil sie jetzt, dass das 16V-Emblem am Armaturenbrett bald falsch ist. Dass ich da auch noch ein richtiges brauche. Vielen Dank dafür. Es hat mir eine schlechte Laune bereitet, aber ihr habt ja recht. Das ist vom Golf 3 16V. Und meins gehört eigentlich an die Verkleidung rechts vom Armaturenbrett und nicht ans Handschuhfach selber und ist so viereckig wie das hintere, nur glänzend. Ja, also brauche ich da auch noch ein anderes. Schön! Ja. Gut. Waren wir vorne eigentlich schon so weit durch, wie das jetzt passiert war? Kannst du mal schön Holz holen? Kannst du mal die Kamera halten? Könnt ihr mal die Kamerafrau sehen, wie sie mal irgendwas macht? Tja, gekonnt, ne? Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, was wir zuletzt hatten. Na, auf jeden Fall war es hier innen noch nicht ganz so, glaube ich. Also vorne ist er jetzt soweit, na, ich will nicht sagen fertig, aber... naja, also fürs Lackieren fertig, meine ich. Was denn du? Der Motorhalter und anders sind jetzt ausgebaut, weil die Teile auch beim Verzinken sind. Dieser Halter hier ist gerade beim Pulvern. Ja. So, dass nachher irgendwann mal alles hübsch aussieht. Könnte sogar fast noch Originalfarbe sein hier unter. Die sieht jetzt noch richtig gut aus. Ist der lila? Dark-Burgund, die immer noch so sehen. Ja, gut. Mal sehen, ob wir uns beim nächsten Video dann zum Motorausbau sehen. Ich denke mal so in der Art. Ich wüsste nicht, was jetzt noch vorne interessant wäre. Oder ich zeige euch es innen nochmal, wie es blank ist dann oder so. Das könnte auch sein. Ne? Ja, alles klar. Dann bis zum nächsten Video.